Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze wieder in der Ohlone Skyline und heute fliegen wir nach Schmallenberg-Rennefeld. Echo, Delta, Kilo, Romeo. Dort waren wir noch nie. Dort ist morgen großes Waffelfly-In. Mit Waffeln, mit Kuchen, mit Kaffee, allem drum und dran. Aber ich fliege da heute schon hin. Denn das liegt im schönen Hochsauerland und da haben der Frank und ich uns gedacht, Mensch, lass uns doch dort eher hinfliegen, eine Nacht verbringen, weil es ein echt schöner Flugplatz. Und da geht's jetzt heute hin. Wetter ist heute plus 20 Grad, nicht so heiß wie die letzten Tage und mit bis zu 15 Knoten aus Westen, das ist noch okay, haben wir halt ein bisschen Seitenwind, aber der ist jeweils auf der Bahn hier in Worms als auch in Schmallenberg. So, Notems haben wir geprüft, sind keine. Ich muss nur mal checken, ob Wiesbaden aktiv ist. Fliegt schon wieder außen rum oder quer durch. Und Gavor, alles Oscar. Dann rollen wir nochmal los. Bremsencheck. Ja. Die funktioniert sogar sehr gut. Mein Stratuk funktioniert auch, sehr schön. Aber da freue ich mich schon, an diesem freien Platz hier wird ein fest eingebautes Kollisionswarngerät eingebaut. Ist schon gekauft, liegt schon bereit, müssen wir noch einen Termin finden, das einzubauen. Die Delta Mike Bravo Echo Hotel, abflugbereit, Rollhals vor 4, Rolle auf und starte. Delta Echo Hotel, wir sind auf der Bahn mit 8 Knoten. Auf der Bahn mit 8. Gut, Ampel beim Segelflug ist auch grün. So, Piste 2-4. Kompasscheck, 2-4 passt. Dann kann's losgehen. Da kommt sie schon, juhu! Geht ab. So, Klappen sind eingefahren. Es gibt in Worms auch eine Abfluglinie und eine Anfluglinie. Auf die Platzrunde zu sollte man auch, wenn möglich, einhalten. Wegen Lärmschutz. Hier gibt es ganz viele Lärmbeschwerden. Jedes Flugzeug, das sich nicht exakt an die Platzrunde hält, wird gemeldet. Da gibt es so ein paar unfreundliche Nachbarn. Lange Information. Delta Mike Bravo Echo Hotel, hallo. Delta Mike Bravo Echo Hotel, lange gekommen. Delta Mike Bravo Echo Hotel, eine Ohlone Skyline, gerade in Worms gestartet. 2600 Fuß auf dem Flug nach Schmallenberg, Echo Delta Kilo Romeo. Bitte um Verkehrsinformation und die Frage, ob Wiesbaden aktiv ist. Die Kontrollzone Wiesbaden ist nicht aktiv. Squawk 4451, das QNH 1022. Squawk 4451, QNH 1022, Wiesbaden nicht aktiv. Danke, Delta Mike Bravo Echo Hol. Delta Mike Bravo Echo Hotel. Also verbabbel ich mich noch, weil ich so viele Rufzeichen verwende. Wiesbaden ist nicht aktiv, also können wir da durch, aber in 1.5.
Also, eine Außenkamera läuft. Ja, die läuft. Innenkameras mache ich aus. Wenn es was Schönes zu sehen gibt, werde ich das aufnehmen. Ansonsten Batterie sparen. Und wir sehen uns spätestens bei der Landung wieder. Hab mich gerade eben bei Schmallenberg Info angemeldet, 127.090. Wir sind jetzt genau 9 Kilometer südlich vom Platz. Südlich vom Platz ist die Segelflugplatzrunde und rechts vom Platz ist der Ort Schmallenberg. Das heißt also, ich mache mich links rum, um die Nordplatzrunde zu nehmen, hole dann ein bisschen aus, drehe in den Gegenanflug ein und dann kann ich mich auch orientieren und habe den Platz immer schön in Sicht. Sie beschreiben selbst auf Ihrer Homepage, die Bahn sei in einem sehr guten Zustand, schön gerade. Ja, da bin ich mal gespannt. So, Platzrundenhöhe 2400 Fuß. Müssen wir noch 1000 Fuß sinken. So, Verkehr 2600 Fuß über mir. Den habe ich in Sicht. Gut. Naja, Fenster, das ist schon was Feines. Stratux ist was Feines. So, deinen Platz sehe ich da. Ja, das ist doch ein schöner Platz. Schöne Grünen. Bisschen auf dem Berg drauf. Der liegt auch auf, Moment, auf 1529 Fuß. So, mal gucken, dass wir da irgendeinen Verkehr kreuzen. Segelflug, anderer Flug, irgendein Flug. Wir sind nicht im Querabflug. Wir sind noch weit davon entfernt. Die Platzrunde ist nicht so groß. Trotzdem haben wir hier den Abflug in Sicht. Okay, jetzt konzentriere ich mich absolut auf die Landung. Gas noch weiter raus. Und ein bisschen runter. Jetzt drehen wir einen gegen einen Flur. Ist bockig. Bockig. So. Jetzt Höhe halten, 2400 Fuß. Und die Delta Mike Bravo Echo Hotel, rechter Gegnerflug, Pist 27. Delta Echo Hotel, das ist verstanden. Der Wind gefällt 12 Knoten aus West auf der Bahn. So, ja, da müssen Sie Ortschaft ganz meiden. Der Enderflug ist kurz, deswegen machen wir jetzt schon mal hier langsam jetzt Klappe rein. Hotel, dreh ein, rechter Querenflug, 27. Deck Hotel. Ihr werdet noch mal durchgeschüttelt hier. So, Ortschaft meiden. Und Enderflug 27, Echo Hotel. Ordentlich der Wind. Bitte.
War doch ganz okay. Herzlich willkommen in Schmallenberg. Da rollen wir mal rechts raus. Ja, da hinten steht der Frank, da stelle ich mich schon dazu. Filmt da schon der Frank. Und so sind wir schon wieder beisammen. Da sind wir beisammen. Das ist prima. Viva Colonia. Und da sind wir und stellen den Flieger jetzt ab. Entschuldigt mich, dass ich so singe. Doch ich bin gut gelaunt. So, abstellen. Herzlich willkommen in Schmallenberg-Rennefeld. Hast du eine Jacke dabei? Ist frisch, ne? Ja. Ja, hab ich. Nicht so dicki, aber... ich muss aufpassen, die kippt mir gleich nach hinten. Ja, nee, ist schon okay. Kannst du noch ein bisschen vielleicht... Nach hinten schieben. Ja, vielleicht müssen wir gleich mal gucken. Halt, rettungssicher. Also, herzlich willkommen, Schmallenberg-Rennefeld. Schauen wir uns hier mal um. Hat durchgehalten. Jetzt gibt's erstmal eine Landescholle. Gut. Schauen wir mal drauf. Ich hab kein Ei. Das ist das so schön, weil du die Qualität drin hast. Herrlich. Schmeckt es herrlich. So, wir sind wieder zurück am Flugplatz. Wir waren gerade in der Freizeitwelt Sauerland. Die gehört dem Thorsten. Da hat er uns mal hin entführt, hat uns hier abgeholt am Flugplatz und hingebracht. Haben wir dann auch was zu trinken bekommen. Und da hat uns mal seine ganze Freizeitwelt vorgestellt. War echt toll. Haben wir mal eine Virtual Reality gespielt. Echt saugeil. Hatten doch jetzt Spaß. Jetzt verbringen wir noch einen gemütlichen Abend hier am Flugplatz. Lassen den Abend ausklingen. Ich denke mal, so viel länger machen wir auch nicht mehr. Und dann geht es ja schon bald ins Bett und freuen uns auf den Tag morgen, wenn das tatsächliche Waffelfly-In stattfinden wird.
Guten Morgen. Frisch geduscht, Kaffee getrunken. Stehen wir jetzt hier in Schmallenberg-Rennefeld und warten, bis die ersten Flieger eintreffen. Ja, da lungern wir unter der Fläche und schauen, was da so kommt und freuen uns schon auf die erste Waffe später. Nom, nom. Ach, der gute Springer. Einer reicht mir nicht. Nee. Bei dem Hunger brauche ich zwei. So, die Delta Mike Bravo Echo Hotel, Abflug bereit, Roll halt vor 7, Rolle aufgestartet. Delta Echo Hotel. Wind. Kein Wind. Echo Hotel, vielleicht gepasst und Richtung Süden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Echo Hotel, vielen Dank für euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschö, Uli. Ciao, Leute. So, herzlich willkommen zurück im Cockpit. Wir fliegen wieder zurück nach Worms. Von Schmallenberg-Rennefeld. Waffelfly-In, das war denen ihr erstes Waffelfly-In und wenn das von Erfolg gekrönt war, dann wird es wahrscheinlich öfter stattfinden. Aber nach dem, was ich heute gesehen habe, was alles heute eingeflogen ist, die haben mit ca. 30 bis 40 Flugzeugen gerechnet, die heute kommen. Ja, also das waren aber so, was ich so gesehen habe, um die 100. Da werde ich den Thorsten, unser Anschlusspartner dort, nochmal fragen, wie viele Landungen sie denn tatsächlich hatten von Gastflugzeugen. Waffeln waren lecker, war auch eine große Auswahl. Hat mir auch Spaß gemacht, mal wieder zu zelten am Flieger zusammen mit dem Frank. Und da freuen wir uns schon auf das nächste Into the Wild, wo wir dann nicht essen gehen, sondern wirklich auch am Zelt uns die Suppe kochen oder einen kleinen Eintopf kochen. Da schauen wir mal. Ich habe jetzt circa eine Stunde Rückflug. Da genieße ich jetzt noch ein bisschen den Flug. Und wenn es klappt, zeige ich euch noch die Landung. Ich sage schon an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr auch bei diesem Video bis zum Ende dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal, euer Uli. Ciao.